Trotz der anhaltenden Finanzmarktkrise kann die Volksbank Forchheim in allen Bereichen eine positive Entwicklung feststellen, besonders im Kreditgeschäft. Hier verzeichnet man einen Zuwachs von insgesamt 7,6% auf 499 Millionen Euro. Dazu beigetragen habe insbesondere der neue Sofortkredit, über den der Firmenkunde noch am Tag der Beantragung Geld zur Verfügung gestellt bekommt. Im Privatbereich wurden über 1000 neue Baufinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von 87 Millionen Euro vergeben. Grund hierfür die historisch niedrigen Zinsen. Das niedrige Zinsniveau stellt die Volksbank aber auch vor Herausforderungen. 2015 ist natürlich für die Volksbank Forchheim ein besonders herausforderndes Jahr. Das Zinsniveau wird in 2015 niedrig bleiben. Das heißt, auch unsere Spanne an Erträgen wird weiter zurückgehen, wie bereits im Jahr 2014. Wir werden auf der einen Seite auf unsere Kosten sehr gut achten müssen. Das ist für uns herausfordernd. Und trotzdem die Zuverlässigkeit im Service, die Qualität in der Beratung war unverändert für unsere Kunden so beibehalten. Für das Jahr 2015 erwartet die Volksbank Forchheim weiterhin eine stabile Entwicklung und ein moderates Wachstum.